So, meine lieben Freunde, ja, jetzt Videolog-Time. Ich bin angekommen, eigentlich schon vor ein paar Stunden, und war ziemlich okay, die Zugfahrt. Also ich bin eher verwundert. Ich höre die ganze Zeit so schlimme Berichte über Verspätungen, kaputte Züge etc. pp. Und es lief eigentlich bei mir bis auf eine ausgelaufene Toilette, die den ganzen Gang überschwemmt hat, natürlich relativ gut. Ja, was steht heute an? Erstmal Messe, Stand natürlich begutachtet, dann auch alle Promotion, Texte und Produkte abgecheckt. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen weiter ins Material einlesen. Gibt ja auch sehr viel über VD Black, was ich erzählen werde und erzählen kann dann auch. Werde wahrscheinlich auch einiges in die Videologs reinpacken, vielleicht auch im Afterstream ein bisschen drüber sprechen. Und bin ziemlich hyped, weil die Bühne ist ziemlich geil. Wir sind in der Halle 8, das ist direkt am Eingang rechts, am Nordeingang, glaube ich, müsste das sein. Und direkt, wenn man bei der Halle 8 1 reinkommt, geht man schon fast auf den Stand zu. Also man geht an einem vorbei und dann ist da auch schon wie die Black, und das ist ziemlich cool. Und er ist größer wie 2019. Mehr Platz auch auf der Bühne. Ich stehe jetzt mal nicht direkt an der Armlehne oder an der Rückenlehne der Spieler, sondern kann mich ein bisschen bewegen und auch ein bisschen dann mit dem Publikum spielen. Wir haben wieder Virtuality, wir haben wieder Beat Saber am Start. Was schon 2019 der absolute Burner war, was wirklich, wirklich cool war. Und freue mich auf eine richtig, richtig coole Zeit mit wieder Black hier am Stand. Und dementsprechend kann ich nur sagen, wer noch kein Ticket hat und sagt, ich muss noch vorbeigucken, der sollte es auf alle Fälle tun. Es geht ja morgen schon los mit dem Pressetag und dann Donnerstag bis Sonntag volles Programm. Und ich freue mich auf euch. Ich werde wirklich viel auch zu arbeiten haben. Samstag übrigens immer noch die PUBG Community Party. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Na? Hier wisst ihr Bescheid. Tag, glaube ich, ist sogar da, oder I don't know. Auf alle Fälle wird es eine mega Party, wird ein mega cooles Event. Und ja, bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt und nervös, aber auch mega hyped auf die nächsten paar Tage. Und dementsprechend, checkt es aus, schaut mal vorbei auf meinen Social Media Kanälen. Ich werde auch sehr viele Stories etc. posten auf Instagram und Co. Downy Official überall zu finden. Wir sehen uns, bis dann.